So. Lootcrate April. Machen wir mal auf. Das erste, was ich spüre, ist ein T-Shirt, glaube ich. Ja, das ist ein T-Shirt. Ein schwarzes T-Shirt und ich kann nichts erkennen, weil alles schwarz ist. Okay, das wird jetzt hart zu erkennen sein. Der Unterschied zwischen Loot Crate und Get Digital ist eigentlich nur der, dass die Loot Crate aus Amerika kommt und auch exklusive Gegenstände hat, ja, die extra für Loot Crate quasi produziert werden. Und sie ist im Verhältnis zu Get Digital doch recht teuer. Also Preis-Leistung ist, ich glaube, was ich bezahle, glaube ich, 23 Euro pro Monat für die Box und es ist aber viel, viel weniger drin als in der deutschen. Das ist das T-Shirt. Ja, könnt ihr was erkennen? Ich meine, es sind irgendwelche Symbole drauf. Irgendwelche Icons? Mal gucken, was hier drin steht. Steht meistens drin, was es sein soll. Black Mirror. Heißt hatte nicht. Black Mirror ist eine Serie auf Netflix. Glaube ich. Oder ein Film auf Netflix, wo man selbst seine die Handlung bestimmt, indem man Entscheidungen trifft. Und das ist ein T-Shirt scheinbar davon. Ich habe diesen Film noch nicht gesehen. Oder die Serie. Man kann es halt schlecht erkennen, ne? Aber schwarze T-Shirts gehen immer, finde ich. Kann man ruhig mal anziehen. So, dann ist hier eine Kiste. Und hier ist ein Heft. Wer mag Kalender? Das ist ein Kalender für das Jahr 2019 im April. Ja. Gerade schauen. Ist das auch wirklich eine Box für April oder war die jetzt 3 Monate irgendwo verschollen? Die war tatsächlich 3 Monate verschollen. Also es ist nicht die April-Box, es ist die Januar-Box, die ich scheinbar nicht gekriegt habe. Hier seht ihr das Versanddatum. Okay, dann macht das mit dem Kalender wieder Sinn. Okay, die Box war 3 Monate weg. Dann macht das mit dem Kalender Sinn. Ja, ein Kalender, SpongeBob. Ja, na gut. Wer mag SpongeBob? Ich mag ihn nicht. Ich blätter mal ein bisschen durch. Okay. Next. Schon wieder Stoff. Aha, es könnten Socken sein. Und es sind Socken. Von Friends. Von der TV-Serie Friends. Ist das meine Größe? Ja. Trägt man sowas? Zu Hause kann man da ruhig mal anziehen. Aber ich glaube, naja, rausgehen würde ich nicht mit. Und hier steht sogar nochmal Friends auf der Fußsohle. So.
So, dann haben wir noch den Pin. Es ist immer in jeder Box ein Pin. Was ist das? USS scheint von Star Trek zu sein, oder? Callister, USS Callister steht aber Black Mirror drauf, da oben. Wie gesagt, ich kenne den Film nicht. Ich glaube, ich muss mir diesen Film mal anschauen. Ist es eigentlich ein Film oder eine Serie? Ich weiß es nicht. Gut, aber der Pin gefällt mir. So, ich prüfe mal. Ein kleines Kistchen ist noch drin. Ja, ich sehe schon, was das ist. Eine kleine Figur von Futurama. Mach ich gleich auf. Ich mal aufmachen hier. Ach, die sind verklebt, na egal. Warum ist das noch mal so eingeschweißt? Oh. Gehört sogar noch was dazu. Oder wie? Oh, ich hab. Moment, ich muss mal eben was reparieren. Das ist ein bisschen scheppig. Fürs Regal ist ganz nett und das ist hier irgendwie dabei gewesen. Leg das. Kopf ab. Sitzt schon ein bisschen locker auf dem Körper, der Kopf. Ja, wo steckt man denn die Pizza hin, bitte? Nirgends. Was steht drauf? Do not tip delivery boy. So kann man das wohl machen. Egal. Über dir mal dahin. So, ich glaube, das war's. Jetzt ist hier noch das Heftchen drin, was halt auch jeden Monat dabei ist. So, da ist das Black Mirror T-Shirt. Die Futurama-Figur. Der Kalender. Ja, die Socken. Das war's, ne? Ja. Das war's. Also im Vergleich zu den deutschen Boxen ist da viel weniger drin. Dafür eben so ein paar exklusive Dinge wie dieser Kalender, der ist exklusiv.
für Loot gemacht. Für gut. Jetzt schauen wir nochmal in die Box, weil die Box kann man meist noch schön umbauen. Aber das wird gut. So sieht die von innen aus. Ich baue die mal eben zusammen. So. Einmal von innen nach außen gestülpt. Manasch, grüß dich. Manasch. Kelle. Jetzt. So. So wird aus einem Karton einfach nur eine schöne Box.